jetzt waren wir bei Olga. Und jetzt geht's über Dömitz nach Hause. Schön aus dem Wendland wieder raus. Kleine Tour. Und ich werde ja immer mutiger, ne? Bin ja eben quer über die Wiese da auf die Straße gefahren. Aber es ging ganz gut eigentlich. Muss mich ja auch mal was trauen, ne? Aber dieses Zurückschieben, oh, das hasse ich ja wie die Pest. Auf so losem Untergrund, das ist mal ein bisschen blöd. Noch ein bisschen Sightseeing, weil Dannenberg fahren wir jeden Tag oder immer wieder. Heute fahren wir mal so ein bisschen anders. Ein bisschen Wendland nochmal umschiffen, bevor wir nach Hause fahren. Sonst kommen wir ja auch nicht dazu. Brücke rein, zur alten Eisenbahnbrücke. Da kommen wir jetzt immer wieder Beiträge, dass da ein holländischer Investor ist an der Dömitzer Eisenbahnbrücke. Und da gucken wir mal. Jetzt hätten wir links fahren müssen, ne? Ja, naja. Fahren wir hier jetzt links rum. Oh, hab ich wieder gepennt. Naja, gucken wir mal, weil da ist ein holländischer Investor für die Dömitzer Brücke. Eisenbahnbrücke. Das gucken wir uns mal an. Ich glaube, da kommen wir auch dran vorbei. Mal gucken. Auf jeden Fall ist es schön, jetzt nochmal so ein bisschen über die Dörfer zu schippern. Nicht gleich die große Bundesstraße, die Dannenberger wieder zu nehmen. Schöne hier am Wendland. Also das ist einfach immer wieder eine Reise wert. So, dann muss ich jetzt nur noch nachher die Einfahrt richtig finden zu der Eisenbahnbrücke. Ist ja manchmal auch nicht so einfach.
Blinker. Zündung ist noch an. Dampf wieder abgelegt. Meine Tankanzeige ist fast leer. Die Tankanzeige zeigt fast leer an. Ja, eben. Das hat mal wieder geknallt, ne? Naja, so ist das halt. Das passiert.